Ja, sehr geehrter lieber Kempf, meine Damen und Herren, ich freue mich natürlich, dass ich heute mit dabei sein darf, wenn der Tag der deutschen Industrie stattfindet. Und Sie haben ja eine sehr herausgehobene Wahl für den Tagungsort getroffen, das Konzerthaus hier am Gendarmenmarkt. Es steht für Harmonie und Wohlklang. An diesem geschichtsträchtigen Ort lohnt es sich aber auch, dass wir uns für einen kurzen Moment einmal fast 200 Jahre zurückversetzen, also in die Zeit, als Karl Friedrich Schinkel das Gebäude als königliches Schauspielhaus baute und es eröffnet wurde. Damals 1821, Sie haben auch schon kurz darauf Bezug genommen, lag der Wiener Kongress 1815 mit der Neuordnung Europas gerade erst ein paar Jahre zurück. Es waren neue Länder entstanden, mit ihnen auch neue Grenzen. Und im Zuge der Stein-Hardenbergschen Reformen wurde der preußische Staat umfassend modernisiert. Persönliche Freiheiten wurden ausgebaut. Beispielsweise erwies sich die Aufhebung der Zunftordnung als ein wichtiger Schritt zur Liberalisierung der Wirtschaft und schließlich auch als ein wichtiger Schritt für die Industrialisierung. In Großbritannien veröffentlichte 1817 David Ricardo seine Theorie der komparativen Kostenvorteile. Er wollte damit zum Beispiel zeigen, dass Importzölle zum Nachteil und ein freier Handel dagegen zum Vorteil aller Handelspartner sei. Und 1819 wurde der Allgemeine Deutsche Handels- und Gewerbeverein gegründet. Er zielte auf die Abschaffung der Zölle innerhalb des Deutschen Bundes. Kurzum, das damalige Europa befand sich auch in einem Zeitalter grundlegender Veränderungen, bei dem das Thema Handel auch schon eine wichtige Rolle spielte. Und es folgten Jahre einer bis dahin beispiellosen wirtschaftlichen Entwicklung und internationalen Vernetzung. Heute sind für uns grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen längst Normalität. Viele Unternehmen denken überhaupt nicht mehr allein in nationalen Räumen. Aber wir erleben eben auch gegenteilige Tendenzen. Und es kommen plötzlich wieder Denkmuster zum Vorschein, die wir eigentlich für überwunden gehalten hatten und in denen zum Beispiel um eines eigenen vermeintlichen Vorteils willen auf Abgrenzung gesetzt wird. Es mag vielleicht sein, dass Abschottung und Protektionismus kurzfristig heimischen Unternehmen das Leben ein wenig erleichtern, weil sie vorübergehend den internationalen Wettbewerb einfach ausblenden. Doch mittel- und langfristig werden die Innovationsfähigkeit und damit die Wettbewerbsfähigkeit leiden. Das ist meine Überzeugung, das ist die Überzeugung der Bundesregierung und ich freue mich, dass wir da auch in Übereinstimmung sind. Das heißt also, wir müssen in der Debatte über die Globalisierung, und das tun wir jetzt gerade auch während unseres G20-Vorsitzes, Überzeugungsarbeit leisten, indem wir immer wieder erläutern, warum offene Märkte vorteilhaft sind, sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die Verbraucher, ebenso für Unternehmen. Wir müssen verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass wir Standards haben, dass wir für einen geregelten, regelbasierten Welthandel arbeiten. Das ist ein sinnvolles Unterfangen, sowohl im Blick auf die ökonomischen Situationen als auch im Blick auf die ökologische Vernunft und auch die soziale Gerechtigkeit und Sicherheit. Offene Märkte, ein freier, fairer und nachhaltig inklusiver Handel, das ist deshalb auch ein Schwerpunktthema unserer G20-Präsidentschaft. Im Ergebnis kommt das allen zugute. Das heißt, es ist international angelegt, im Grunde im besten Sinne Innenpolitik für die Menschen im Lande. Und wir sind ja alle überzeugt, dass Globalisierung nicht irgendein Schicksal ist, das über uns gekommen ist, sondern ein Prozess, den wir gestalten können, auf der Basis unserer Überzeugung von der sozialen Marktwirtschaft. Und wir werden alles daran setzen, eine möglichst breite Übereinkunft hierzu in Hamburg zu erreichen. Angesichts der neuen amerikanischen Administration ist das nicht einfach und trotzdem müssen wir uns der Mühe unterziehen. Und genau dafür waren und sind, und dafür möchte ich Danke sagen, die Ergebnisse des G20-Dialogs der Wirtschaft richtig und wichtig. Und die Bundesregierung wird das auch als Ansporn nehmen, sich für die Stärkung des multilateralen Handelssystems, auch der Welthandelsorganisation, einzusetzen
und natürlich mit größerem Nachdruck auch bilaterale Handelsabkommen voranzubringen zwischen der EU und anderen Partnern. Ich habe auch diese herausfordernde Uhr vor mir. Ich habe jüngst auf meiner Reise nach Argentinien und Mexiko auch gerade über solche Fragen gesprochen. Wir werden das Mercosur-Abkommen verhandeln. Wir werden das Abkommen, das Freihandelsabkommen mit Mexiko seitens der EU erneuern und verbreitern. Wir stehen kurz vor dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Japan. Und auch in meinen Treffen mit dem indischen Premierminister habe ich darüber gesprochen, dass wir jetzt Fahrt aufnehmen müssen, um hier voranzukommen. Wir wissen natürlich, dass wir auch immer wieder Regeln einhalten müssen. Hierzu gehören zum Beispiel auch die Frage handelspolitischer Schutzinstrumente, die wir eigentlich nicht einsetzen wollen. Aber wenn ich an die Frage des Stahls denke, so ist es wichtig, dass wir bei dem im letzten Jahr eingerichteten G20-Forum zu der Frage der Überkapazitäten und des fairen Wettbewerbs im Stahlbereich vorankommen. Wir werden darüber in Hamburg sprechen, aber auch das gehört dazu. Es gibt nicht einfach einen Handel, sondern er muss regelbasiert, er muss fair sein. Und das will ich der deutschen Wirtschaft ausdrücklich zusagen. Meine Damen und Herren, wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, dass es wünschenswert wäre, auch in den transatlantischen Handels- und Investitionsbeziehungen voranzukommen. Wir könnten ähnlich wie mit dem Abkommen mit Kanada hier Zugangshürden senken und wir könnten gemeinsame Standards definieren, an denen auch andere auf der Welt nicht so leicht vorbeikämen. Denn ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika beträfe immerhin rund 30% des gesamten Welthandels. Ich werde mich also auch weiter dafür einsetzen, dass wir hier vorankommen, dass wir das Projekt nicht auf Eis legen, sondern versuchen, hier nächste Schritte zu gehen. Und ich glaube, wir sollten auch nicht Importe und Exporte jeweils isoliert betrachten. Gerade bei uns in Deutschland stecken in vielen Produkten, die auf Deutschland angerechnet werden, erhebliche Vorleistungen anderer Partner aus der Europäischen Union. Und wir helfen damit auch in anderen Ländern, die Produktivität anzukurbeln. Und wir müssen neben den Außenhandelsfragen auch die Direktinvestitionen sehen. Und gerade Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass zum Beispiel unsere Direktinvestitionen in den Vereinigten Staaten von Amerika nahezu 10-mal so hoch sind wie die Direktinvestitionen amerikanischer Unternehmen in Deutschland. Davon hängen viele Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten von Amerika ab. Das ist auch ein Beitrag zum Welthandel, weil auch aus den Vereinigten Staaten von Amerika heraus natürlich exportiert wird. Dass die Vereinigten Staaten von Amerika darüber hinaus aus dem Pariser Klimaprotokoll ausgestiegen sind, ist sehr bedauerlich. Aber ich glaube, auch das ändert nichts an den Argumenten, die für dieses Protokoll sprechen. Ich möchte mich auch ausdrücklich bei Ihnen, Herr Kempf, bedanken, dass Sie das hier für die deutsche Wirtschaft noch einmal deutlich gemacht haben. Und deshalb müssen wir hier weitermachen. Aber ich glaube, wir haben auch einen ehrgeizigen Pfad festgelegt. Und den umzusetzen, ist jetzt erst einmal die wichtigste Aufgabe. Es handelt sich bei diesem Klimaabkommen ja nicht nur um ein ökologisches Muss, sondern es bringt uns auch unter Zugzwang, nachhaltig zu wirtschaften bei einer wachsenden Weltbevölkerung, den Verbrauch an Ressourcen und die Emissionen von Schadstoffen zu verringern. Und deshalb glaube ich, spricht vieles dafür, gerade für ein Land, das innovative Technologien immer wieder nach vorne bringt. Das heißt also, wir müssen Effizienztechnologien entwickeln, und die sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll sind. Und damit bin ich dann auch bei dem Thema Energiewende, das die deutsche Wirtschaft mit Recht natürlich sehr stark beschäftigt. Die Säule der erneuerbaren Energien ist inzwischen zu der wichtigsten Säule unserer Energieversorgung geworden. Aber das bedeutet auch, dass wir natürlich die Marktfähigkeit erneuerbarer Energien sehr stark nach vorne bringen müssen. Das heißt also, wir müssen erst einmal dafür Sorge tragen, dass der Strom, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird,
auch wirklich zu dorthin gelangt, wo er gebraucht wird. Und deshalb ist für die nächste Legislaturperiode der Netzausbau absolute Priorität. Wir hinken in allen Bereichen hinterher. Und wir haben deshalb bei unserer letzten Novelle des EEG-Gesetzes auch beschlossen, dass wir sogenannte Netzausbaugebiete definieren. Das heißt, dass wir in diesen Gebieten weniger erneuerbare Energien, Kapazitäten neu errichten. Das heißt, wir müssen harmonisieren Netzausbau und Ausbau der erneuerbaren Energien. Die eigentliche Paradigmenwechsel mit der letzten Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes liegt aber darin, dass wir in Zukunft Ausschreibungen vornehmen werden. Das heißt, wir werden die Volumina von neuen Kapazitäten definieren, wir werden sie ausschreiben in bestimmten Regionen und wir werden damit sowohl eine Mengensteuerung bekommen als auch einen schärferen Druck auf die Preise, Marktsignale in den Preisen. Und es ist sehr interessant, dass die ersten Erfahrungen sowohl im Bereich der Photovoltaik als auch im Bereich der Offshore-Windparks bei den Ausschreibungen gezeigt haben, dass wir erhebliche Kostenreduktionen bekommen werden. Bei Photovoltaik fast 30%, bei den Offshore-Windparks zum Teil Angebote, die sich ohne staatliche Subventionierung oder ohne weitere Erhöhung der EEG-Umlage realisieren lassen. Meine Damen und Herren, ich weiß, dass im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien die Frage der energieintensiven Industrie eine große Rolle spielt. Wir haben hier die besonderen Ausgleichsregelungen für Industrieunternehmen und die Eigenstromregelungen sehr intensiv in Brüssel verhandelt. Manchmal so intensiv, dass man sich fragt, ob man seine Zeit nicht mit was anderem verbringen könnte. Das lag aber nicht an Ihnen, sondern doch eher an einer sehr theoretischen Betrachtungsweise in manchen Teilen der Kommission. Egal, das Ergebnis kann sich jetzt einigermaßen sehen lassen. Wir müssen jetzt nur dafür Sorge tragen, dass das auch nachhaltig Bestand haben kann. Denn es nützt uns ja nichts, wenn wir sozusagen eine Verlagerung der energieintensiven Industrie in andere Bereiche haben, wo da sehr viel weniger ökologisch gewirtschaftet wird. Allerdings muss man auch sagen, wir haben jetzt schon einen gewissen Zurückhaltung, sage ich mal, in die Investitionen in energieintensive Unternehmen und das müssen wir natürlich sehr sorgfältig betrachten. Bei der Gelegenheit will ich sagen, es ist auch falsch, den gesamten Klimaschutz nur an der Frage festzumachen, wie es mit der deutschen Wirtschaft sich verhält, sondern wir haben andere Bereiche, wenn ich zum Beispiel den Gebäudebereich sehe oder auch die Mobilität, in denen wir natürlich auch handeln müssen. Und gerade im Gebäudebereich plädiere ich dafür, dass wir noch einmal einen Anlauf unternehmen zwischen Bund und Ländern. Wir haben jetzt große Fragen geregelt, ob wir nicht doch die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung hinbekommen. Ein großer Teil unseres Gebäudebestandes ist vor 1980 erbaut. 60% davon sind nicht wärmegedämmt. Und es ist eigentlich eine low-hanging fruit, wie man sagen würde, wenn man das noch sehr viel stärker anreizen könnte. Und hier könnten wir sehr viel machen. Meine Damen und Herren, die Europäische Union ist natürlich gefordert, in diesen entscheidenden Bereichen uns auch voranzubringen. Ich will ausdrücklich sagen, den Paradigmenwechsel im Erneuerbaren Energiengesetz zur Ausschreibung hätten wir vielleicht ohne den europäischen Druck nicht hinbekommen. Also nicht nur Kritisches, sondern durchaus auch Positives. Und deshalb ist es auch richtig und wichtig, einen Energiebinnenmarkt zu schaffen und dafür die notwendigen Regelungen vorzunehmen. Ein weiteres wichtiges europäisches Projekt ist natürlich der Kampf gegen illegale Migration und gegen Terrorismus. Wir wissen, dass wir unser Nachbarkontinent Afrika in besonderer Weise im Blick haben müssen und haben versucht, jetzt auch in unserer G20-Präsidentschaft einen Schwerpunkt auf die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas zu setzen. Ich bedanke mich bei all denen in der deutschen Wirtschaft, die sich auch Investitionen in Afrika öffnen. Das ist kompliziert. Afrika besteht aus 55 Ländern mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Aber wir haben jetzt zum ersten Mal eine Agenda 2063 der Afrikanischen Union, die klar sagt, wo die großen Entwicklungsprojekte aus der Perspektive der Afrikaner liegen. Und deshalb ist die Initiative des Compact with Africa, die Betonung liegt ganz stark auf dem With, also mit den Afrikanern,
glaube ich, eine gute. Und wir haben die Investitionsbedingungen für die deutsche Wirtschaft noch einmal verbessert, auch die Absicherungsmöglichkeiten. Und ich hoffe, dass wir gerade auch bei Investitionen in Afrika in den nächsten Jahren vorankommen. Meine Damen und Herren, die Europäische Union ist in einer komplizierten Situation. Wir freuen uns über den Ausgang der Wahlen in den Niederlanden und Frankreich, sehen darin auch eine Möglichkeit, Europa voranzubringen. Auf der anderen Seite beschwert uns die Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger Großbritanniens, aus der Europäischen Union herauszugehen. Rund ein Jahr nach dem Entscheid darüber haben gestern die Austrittsverhandlungen begonnen. Wir haben darüber oft gesprochen. Ich möchte das hier nicht wiederholen. Lassen Sie uns zusammenbleiben. Lassen Sie uns sich nicht auseinanderdividieren. Denn es geht nicht nur um den Austritt Großbritanniens, mit dem wir weiter befreundet bleiben wollen, mit dem wir in guter Partnerschaft leben wollen, sondern es geht auch um die Zukunft der Europäischen Union. Und die vier Grundfreiheiten, die uns der Binnenmarkt bringt, die darf man nicht sozusagen aufs Spiel setzen. Und darum wird es bei den Austrittsverhandlungen gehen. Ich wünsche mir, dass sie in gutem Geist stattfinden. Und wir werden ja in den nächsten Monaten sehen, wie sich auch Großbritannien in dieser Frage orientiert. Und das, was Großbritannien angibt, das werden wir natürlich umsetzen, aber dann auch so, dass die Interessen der 27 Mitgliedstaaten gewahrt bleiben. Meine Damen und Herren, die Gefahr der Austrittsverhandlungen Großbritanniens besteht darin, dass wir uns nicht genug um unsere eigene Zukunft kümmern. Und deshalb haben wir auf dem 60. Jahrestag der römischen Verträge uns eine Zukunftsagenda für die 27 gegeben. Und eigentlich müssten wir jeder in unserer Regierung ein Team haben, das sich mit dem Brexit beschäftigt und ein anderes Team, das sich mit der Zukunft der Europäischen Union beschäftigt. Denn wir haben keine zwei Jahre Zeit, zum Beispiel am digitalen Binnenmarkt oder an der Fortentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zu arbeiten. Mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron haben wir vereinbart, an einem Fahrplan für eine Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion zu arbeiten. Ich begrüße es sehr, Herr Kempf, dass Sie nicht gesagt haben, was alles nicht geht, sondern dass Sie gesagt haben, natürlich, es heißt Wirtschafts- und Währungsunion. Und die wirtschaftliche Kohärenz oder Kohäsion der Mitgliedstaaten der Eurozone lässt zu wünschen übrig. Das heißt, man kann sich sehr gut eine, wenn man es so will, Wirtschaftsregierung vorstellen, in der stärker darüber nachgedacht wird, was sind die Best Practices in den Ländern, wie kommt man voran, wie sind auch Arbeitsplätze in anderen Ländern entstanden und wer kann von wem lernen. Man kann natürlich über einen gemeinsamen Finanzminister nachdenken, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn wir nicht an falscher Stelle vergemeinschaften, sondern immer Risiken und Entscheidungsmöglichkeiten und Haftungen in einer Hand vernünftig lassen. Man kann sehr wohl über ein Eurobudget nachdenken, wenn klar ist, dass man damit auch wirklich Strukturen stärkt und sinnvolle Dinge macht. Insofern sollten wir nicht sagen, was nicht geht, sondern wir sollten einfach überlegen, was sinnvoll geht. Denn die Frage, die die Menschen in Europa an uns stellen werden, ist einzig und allein die, ob das, was wir tun, zu ihrem Wohlstand beiträgt oder nicht zu ihrem Wohlstand beiträgt. Und das heißt für viele erstmal, gerade auch junge Leute, entstehen daraus Arbeitsplätze. Und Arbeitsplätze entstehen nur durch kluge Rahmenbedingungen, die private Investitionen in Zukunftstechnologien ermöglichen. Wenn wir uns Deutschland dabei anschauen, dann können wir sagen, unser Wirtschaftswachstum ist solide, die Exporte laufen sehr gut. Der private Konsum ist inzwischen ein wichtiger Wachstumstreiber. Darüber kann man sehr Positives sagen. Man kann auch sagen, dass auf Dauer sicherlich die Lohnerhöhungen nicht immer über der Produktivitätsentwicklung liegen dürfen. Aber wir haben hier einen wichtigen Wachstumstreiber. Die Arbeitslosigkeit lag im Mai dieses Jahres erstmals unter der von 1991 und auch wieder unter der Marke von 2,5 Millionen. Für mich ist für die nächste Legislaturperiode vor allen Dingen wichtig, sich nochmal mit der großen Zahl von Langzeitarbeitslosen zu beschäftigen. Wir geben über 40 Milliarden Euro aus für das Arbeitslosengeld II oder die Hartz-IV-Zahlungen, wie man das so nennt. Wir haben viel zu viele
alleinerziehende Familien, in denen kein Elternteil mehr arbeitet, wo die Kinder das nicht erleben, dass Eltern erwerbstätig sind. Und hier müssen wir uns ganz gezielt damit befassen. Die Bundesagentur für Arbeit selbst hat sich sehr effizient aufgestellt. Bei den Jobcentern müssen wir uns das nochmal aus meiner Sicht anschauen und gucken, dass wir Menschen wieder in Arbeit bringen, insbesondere die unter 35-Jährigen. Auf der einen Seite haben wir riesen Fachkräftebedarf, auf der anderen Seite haben wir eine hohe Zahl von Menschen, die über lange Zeit nicht am Arbeitsleben teilnehmen, und das darf uns nicht ruhen lassen. Wir haben dennoch die höchste Zahl von Erwerbstätigen. Und wir haben auch soziale Sicherungssysteme, in denen wir vieles verändert haben, wenn ich nur an die Pflegeversicherung denke in dieser Legislaturperiode. Und ein Wort zum Rentensystem. Ich bin der Meinung, unser Rentensystem kann von dieser anhaltend guten Lage auf dem Arbeitsmarkt profitieren. Das deutsche Rentensystem ist mit den Reformen der vergangenen Jahre bis 2030 stabil aufgestellt. Und wir liegen in allen realen Situationen wegen der hohen Erwerbstätigkeit über den erwarteten Rentenniveaus und beim Beitrag unter dem schon erwarteten Beitragssteigerungen. Das heißt, es gibt aus unserer Sicht bis 2030 keine Notwendigkeit, das Rentensystem jetzt wieder zu verändern, sondern wir müssen die beschlossenen Dinge umsetzen und an der Stärkung der anderen Säulen arbeiten. Deshalb jetzt Stärkung der Betriebsrenten, deshalb eine neue Regelung, dass private Vorsorge auch bei der Grundsicherung nicht vollständig angerechnet wird, sondern ich einen gewissen Vorteil behalte, wenn ich privat vorgesorgt habe. Sicherlich haben wir zwei Schritte zur Verbesserung der Erwerbsunfähigkeitsrente gemacht. Und wir müssen in der nächsten Legislaturperiode sicherlich uns noch mal anschauen, wie wir die private Vorsorge besser standardisieren und auch transparenter machen. Aber an der gesetzlichen Rente haben wir bis 2030 eigentlich die Reformschritte gemacht, die ich für notwendig erachte. Wir nehmen keine neuen Schulden auf und wir haben nach wie vor in Deutschland einen hohen Anteil an der Wertschöpfung durch die deutsche Industrie. 22,6% im letzten Jahr. Das ist ein sehr wichtiger Wert. Und deshalb geht es jetzt auch darum, die deutsche Wirtschaft auf die digitale oder in der digitalen Transformation weiter wettbewerbsfähig zu halten. Wir haben mit der digitalen Agenda seitens der Bundesregierung, glaube ich, hier wichtige Leitplanken gesetzt. Aber wir haben auch strategische Grundentscheidungen vorangetrieben. Wenn ich nur an das Instrument der Europäischen Union zur Förderung strategischer Bereiche außerhalb des klassischen Beihilferegimes denke, da haben wir für die Mikroelektronik jetzt erhebliche Investitionen getätigt. Und das zeigt sich auch in Dresden zum Beispiel mit der Investition von Bosch, die niemals in den Raum Dresden gegangen wäre im internationalen Wettbewerb, wenn wir hier nicht diese Möglichkeiten auch gezielter Förderung genutzt hätten. Aber ich will sehr deutlich sagen, wir stehen in den nächsten 4 Jahren vor riesigen Herausforderungen. Wir haben gute Vorbereitungen innerhalb der deutschen Wirtschaft bei der Digitalisierung, auch der gesamten Prozesse. Und ich glaube, bis hinein in den Mittelstand ist die Dringlichkeit inzwischen verstanden worden. Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, das ist das, was neulich in einem deutsch-chinesischen Dialog der Chef von Alibaba die Kontakte zwischen Kunden und Business genannt hat, C2B. Da müssen wir aufpassen, dass wir sozusagen bei der Schaffung der Plattform den richtigen Weg gehen. Und ich bitte die deutsche Wirtschaft wirklich hier auch groß zu denken, weil es vielleicht eher Mobilitätsplattformen geben wird als Plattformen jedes einzelnen Herstellers oder jeder einzelnen Branche. Herr Kempf kennt sich in diesem Bereich aus. Ich brauche Sie hier nicht in größerem Maße zu belehren. Ich sage nur, in mir ist eine gewisse Unruhe, ob wir schon da sind, wo wir hin müssen. Denn wenn ich lese zum Beispiel heute, dass Amazon einen der größten Lebensmittelhersteller gekauft hat, dann sieht man, dass sozusagen der Merger zwischen realer Wirtschaft und digitalen Angeboten für den Kunden in großem Tempo vorangeht. Und ich möchte halt, dass wir unsere eigenständige Wertschöpfungskette behalten und nicht verlängerte Werkbank werden. Und dafür müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Dazu
Dazu gehört die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes, um die Vorteile unseres Marktes auch ausreizen zu können. Und dazu gehört ein gutes Verhältnis zu Daten. Ich glaube, dass wir mit der Datenschutzgrundverordnung, das haben Sie auch gesagt, eine gute Grundlage haben. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass wir eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe haben. Und deshalb ist auf dem Digitalgipfel sehr intensiv darüber gesprochen worden in den letzten Tagen, wie wir gerade für den Mittelstand die Anwendung dieser Datenschutzgrundverordnung, die ab Frühjahr nächsten Jahres notwendig ist, so aufbereiten, dass daraus nicht mehr Unsicherheiten und mehr Rechtsverfahren entstehen als Klarheit. Und deshalb ist es eine wichtige Aufgabe, dass wir vielleicht Musteranwendungen auch für bestimmte Branchen uns überlegen. Das könnten auch Deutschland und Frankreich zusammen machen, um damit auch in Europa eine Interpretationsgewalt sozusagen zu entfachen, die dann auch schnell Klarheit bringt, da wo wir heute noch unbestimmte Rechtsbegriffe haben. Ich stimme Ihnen zu, dass es um Datensouveränität geht und es geht auch um Datensicherheit. Die Bundesregierung hat eine neue Cybersicherheitsstrategie ausgearbeitet. Wir haben, glaube ich, inzwischen auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsinstitutionen, dem BSI und der deutschen Wirtschaft. Aber das Thema Cybersicherheit wird in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. Und ich will auf einen Bereich kommen, wo wir Datensparsamkeit dann auch leben können. Und das ist die fast revolutionäre Grundgesetzänderung, die wir im Zusammenhang mit dem Bund-Länder-Finanzausgleich gemacht haben, dass nämlich Bund und Länder zusammenarbeiten wollen bei der Frage der Schaffung von Bürgerportalen. Das heißt also, die Bürgerinnen und Bürger können sich bezüglich der Dienstleistungen, die ihr Staat ihnen gibt, dann auf ein Portal, das sie für sie existiert, stützen. Und dann werden nicht alle Daten dauernd wieder erhoben bei jeder Verwaltungsfrage, sondern dann ist ein Zugriff pro Bürger da, der dann auch die Digitalisierung der Verwaltung möglich macht. Wir hinken hier hinterher, ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, gerade für die innere Einstellung der Menschen, was Digitalisierung bedeutet, ist das Aufholen des Staates bezüglich der digitalen Möglichkeiten dringend notwendig. Und deshalb bin ich hier sehr engagiert. Nun haben Sie recht, das ist alles schön, aber wenn nichts weitergeleitet wird, dann hilft das ganze Digitalisierungsgesetzeswerk nichts. 2018 50 Megabit pro Sekunde für jeden Haushalt, schön und gut, werden wir auch schaffen, aber inzwischen müssen wir im Gigabit-Bereich denken, für das autonome Fahren, für die Fragen der Telemedizin, für den Datenaustausch im vernetzten Internet, im Internet der Dinge. Das heißt also, wir müssen uns hier sputen. Wir wissen, dass wir das in den nächsten Jahren erheblich voranbringen müssen. Auf dem digitalen Gipfel wurde von 2023 bis 2025 mit flächendeckendem Gigabit-Aufkommen davon gesprochen. Ich sage mal, da haben wir noch viel zu tun, aber es ist notwendig. Und das heißt natürlich auch, dass wir den 5G-Standard schnell ausrollen müssen und dass wir das vor allen Dingen auch so tun müssen, dass nicht an jeder Landesgrenze in Europa erstmal ein Totalausfall ist und von In-Time-Datenübertragung nicht mehr die Rede sein kann. Gleichzeitig werden wir aber natürlich auch in vielen Industriebereichen einen Riesenwandel haben, der darauf auch ausgerichtet sein will. Ich bin heute nicht auf dem Tag der Automobilindustrie, aber die Automobilindustrie steht sicherlich vor einer ihrer größten Revolutionen seit der Erfindung des Autos. Und hier ist der Zeitfaktor halt auch sehr, sehr wichtig, sowohl bei den Antriebstechnologien als auch beim autonomen Fahren, als auch bei der Frage des Carsharing. Das alles läuft in sich zusammen und so kann man sagen, dass die nächsten Jahre da auch sehr spannend werden. Beim Breitbandausbau haben wir einen interessanten Vorgang. Wir sind zum ersten Mal beim Ausbau einer Daseinsvorsorge in einer Gemeinschaft von privaten Investitionen und staatlichen ergänzenden Leistungen. Wir geben 4 Milliarden Euro aus für den Ausbau der Breitbandstrukturen in den ländlichen Regionen, weil dort die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Andererseits aber der Zugang zu Breitband so etwas ist wie Daseinsvorsorge. In diesem Sinne sind wir also verpflichtet, hier Hand in Hand auch in Zukunft zu arbeiten.
Meine Damen und Herren, wir haben in dieser Legislaturperiode unsere Investitionen von 25 Milliarden Euro im Jahre 2014 auf über 33 Milliarden Euro in 2016 gesteigert, nicht nur im Breitbandausbau. Unser Problem ist im Augenblick, dass wir die Gelder gar nicht verplant bekommen, dass sie gar nicht realisiert werden. Sowohl beim Kita-Ausbau als auch beim Straßenausbau fehlt es an Planungskapazitäten. Und die Planungslängen sind natürlich sehr, sehr lang. Das heißt also, vom Netzausbau habe ich auch schon gesprochen. Das heißt also, wir müssen auch noch mal überlegen, auch auf europäischer Ebene, ob unsere Vorgänge nicht sehr langsam sind und ob man nicht irgendwelche Möglichkeiten der Beschleunigung findet, zumindest für bestimmte Projekte. Wir haben versucht, durch die One-In-One-Out-Regel auch hier die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern, also bürokratische Lasten nicht ansteigen zu lassen, sondern durchaus auch abzusenken. Das geht im Übrigen. Wir haben das jetzt über ein Jahr praktiziert und wir haben für jedes Gesetz, wo wir eine neue Berichtspflicht für die Wirtschaft eingeführt haben, auch wieder ein Gesetz abgeschafft. Und wir haben nochmal den Schwellenwert zur sofortigen Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter angehoben von 410 auf 800 Euro. Ich erwähne das, weil wenn solche Sachen geschafft sind, dann sind sie irgendwie weg von der Gesprächsebene und verschwinden irgendwo, ist ja auch richtig. Und man spricht dann über das Nächste, aber eine Zeit lang schien es eines der drängendsten Probleme, jedenfalls des Mittelstandes. Wir werden auch im Bereich der Forschung die Forschungsförderung steuerlich fördern. Darüber gibt es jetzt breite Übereinstimmung, zumindest für mittelständische Unternehmen. Wir haben die steuerliche Verlustrechnung nach unendlichen Mühen europakonform verbessert und damit den Start-ups bessere Rahmenbedingungen gegeben. Wir werden hier auch noch mal in dem Bereich der Förderung von Start-ups ein KfW-Segment eröffnen. Also alles doch Beiträge, Mosaiksteine, um ein gutes, vernünftiges Investitionsumfeld zu schaffen. Und ja, natürlich ist die Steuerpolitik dafür auch wichtig. Ich glaube, es ist für Sie von ganz großer Bedeutung, dass Sie berechenbar sind. Wir wollen Tarifentlastung, jetzt spreche ich mal als CDU-Vorsitzende, das genaue Konzept werden wir Ihnen vorstellen. Und wir wollen den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abschaffen, und zwar für alle. Das will ich auch hier noch mal betonen. Wir halten eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer für absolut das falsche Signal, und wir wollen auch an der Erbschaftssteuer jetzt erstmal nicht rühren. Das hat uns so viel Zeit und Kraft gekostet, das Verfassungsgerichtsurteil umzusetzen. Und das kann ich nicht empfehlen. Und was den internationalen Steuerwettbewerb anbelangt, da wäre es, glaube ich, ein sehr interessantes Projekt, einmal mit Frankreich gemeinsam doch noch zu versuchen, eine harmonisiertes zumindest Harmonisierung der Bemessungsgrundlage hinzubekommen. Ich würde mich freuen, wenn die deutsche Wirtschaft daran konstruktiv mitarbeitet, denn wir müssen etwas dagegen setzen, wenn es diesen Steuerwettlauf nach unten gibt. Meine Damen und Herren, ich will dann nur noch darauf hinweisen, dass wir in dieser Legislaturperiode, seit 2005, in den letzten 12 Jahren, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung nicht nur verdoppelt haben, sondern auf 135% den Etat der Forschungsministerin gesteigert haben, was uns als Forschungsstandort wieder sehr viel attraktiver macht, als das noch vor 10 oder 12 Jahren der Fall war. Dieses müssen wir weiterentwickeln, deshalb auch Richtung 3,5%. Da muss ich allerdings sagen, die Forschungsinvestitionen in mittelständischen Unternehmen in Deutschland sind zum Teil rückläufig. Und die 3,5%, die bestehen dann zu 2/3 aus Beiträgen der deutschen Wirtschaft und zu 1/3 aus staatlichen Beiträgen. Das heißt, dafür ist gerade, glaube ich, die steuerliche Forschungsförderung auch noch mal ein ganz wichtiges Element. Meine Damen und Herren, alles in allem, wir haben allen Grund, uns zu sputen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Welt ist in verschiedener Hinsicht im Umbruch.
Wir wollen gemeinsam für Offenheit, für fairen Wettbewerb kämpfen und wir wollen gemeinsam darum kämpfen, dass unsere Arbeitsmarktlage, unsere Lage des Wohlstands auch in 5 Jahren oder 10 Jahren noch so gut ist wie heute. Und das ist alles andere als naturgegeben und deshalb freue ich mich auf eine konstruktiv, kritisch konstruktive Zusammenarbeit auch in der Zukunft. Herzlichen Dank.